Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Renaissance-Box von Credibil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Renaissance aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Hier oben haben wir einmal in Rot das Logo von Traumfänger, also das Label von Credibil. Dann haben wir hier einen goldenen Kreis mit dem weißen C darin, also das Logo von Credibil. Und dann haben wir hier das berühmte Werk von Da Vinci, der vitruvianische Mensch. Kennt man, glaube ich, ist auch auf der 1-Euro-Münze Italiens drauf. Und dann haben wir hier nochmals Renaissance von Credibil stehen, ebenfalls in Rot. Und einen FSK 6 Aufkleber. Das ist sehr ungewöhnlich, also von der Farbe her in diesem, ja, mehr oder weniger gelb-grün. Normalerweise ist dieser ja in gelb gehalten. Und dieser weist uns eben darauf hin, dass wir in dieser Box auch noch viel Material bzw. eine DVD vorfinden werden. So, von unten die Box glatt schwarz, rechts ebenfalls, oben auch. Auf der linken Seite haben wir dann hier oben einmal das Logo von Credibil. Unten lesen wir dann Renaissance, ebenfalls wieder in Rot. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder in Rot das Logo von Traumfänger und einen Barcode. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox, geht dann hier auf. Wir haben hier einmal eine Halskette, ein Shirt, das Album Renaissance an sich. 1, 2, 3 Sticker, eine Autogrammkarte, eine DVD und ein Poster. Von innen die Box glatt schwarz. Ah ja, und was ich vielleicht noch dazu sagen könnte, dieser FSK 6 Aufkleber. Es ist ein Aufkleber, bedeutet, man kann das Ganze hier wirklich ablösen. Es ist nicht aufgedruckt. Man kann das Ganze dann entsprechend entfernen. Ist meiner Meinung nach für die Optik auf jeden Fall deutlich schöner anzusehen, wenn man das Ganze ohne den Sticker hat. Okay, gut. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus, wie auch schon auf dem Boxcover drauf. Fällt mir richtig gut in Schwarz, Rot und Weiß. Und dann mit diesem goldenen Kreis, mit diesem Ring. Auf der Seite haben wir auch wieder das Logo von Credibil. Und darunter lesen wir Renaissance. Und auf der Rückseite haben wir dann 16 Tracks an der Zahl. 16 Solo-Tracks, so wie es aussieht. Also keine Features hier angeführt. Und dann haben wir CD2 mit allen Instrumentals, Credits und Barcode. Das Ganze kommt in einem Digipack. Und zwar haben wir hier einmal Credibil abgebildet, in Schwarz und Weiß. Sieht so aus, als wäre er gerade hinter den Kulissen, also Backstage, vor oder nach einem Auftritt. Und hier lesen wir noch Danke Mama und hier auch wieder das Credibil Logo und das Traumfänger Logo. Auf der linken Seite haben wir hier einmal das Booklet. Und zwar haben wir hier Akt 1 Familie. Also hier haben wir dann diverse Zitate bzw. Textzeilen von Credibil aufgelistet. So sieht das aus. Und was mir sehr gut gefällt, das dürfte sich jetzt wirklich durch das Booklet so ziehen, dass jeder Track hier angeführt wird, inklusive der Infos. Jawohl, also wir haben nicht nur ein Zitat des Tracks und den Track eben hier aufgeführt, sondern wir haben hier unten auch noch die Informationen, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer beteiligt war an dem Track. Schön, sieht man meiner Meinung nach viel zu selten in Booklets, dass das wirklich so gestaltet ist mit Zitaten. Das gefällt mir richtig gut. Und immer wieder haben wir hier Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Credibil. Also in meinen Augen ein durchaus gelungenes Booklet.
So, goldener Schluss, das Ende. Also 16 Tracks an der Zahl. Hier hinter dem Booklet lesen wir dann noch Credits wieder. Also, hier die Beteiligten oder die, die am meisten damit zu tun hatten. Dann haben wir hier einmal die Album-CD in schwarz und rot gehalten mit Credibil-Logo. Rückseite blank schwarz bis auf diesen Renaissance-Schriftzug hier. Und dann haben wir hier natürlich noch die Instrumentals. Diese in rot und schwarz gehalten mit dem Zusatz Instrumentals. Und auch hier wieder Rückseite schwarz mit Renaissance-Schriftzug. Und dann auch hier ganz rechts auch nochmals Renaissance zu lesen. Das Ganze kommt, wie gesagt, in einem Digipack. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Die Abbildung, die Fotografie kennen wir schon aus dem Booklet. Credibil hier mit den Handflächen bzw. mit den Handballen hier an den Schläfen. Und hier mit so einem goldenen C, also mit dem Logo hier unterschrieben. Auf der Rückseite sehen wir das Logo von Traumfänger. Also die Autogrammkarte im Querformat. Dann haben wir drei Sticker. Einmal einen kreisförmigen mit dem Albumcover mehr oder weniger. Also auch hier mit dieser Zeichnung von Da Vinci. Dann einmal im Hochformat, relativ schmal, einen Renaissance-Sticker. Und einen quadratischen Renaissance-Sticker, beziehungsweise ja, eigentlich karoförmigen, weil er ja so bedruckt wurde. Credibil hier auch wieder in schwarz und weiß zu sehen. Credibil und Traumfänger-Logo. Und alle drei Sticker sind von der Optik her relativ matt gehalten. Schön gemacht. Dann haben wir eine DVD und was mich sehr freut, die DVD wurde in einem extra Cover, in einer extra Hülle mitgeschickt und nicht einfach irgendwie in einem Digisleeve in so einer Papphülle. Ein Mickey Fontanier Streifen lesen wir hier. Dann haben wir hier Credibil abgebildet. Sieht aus, als wäre das Konzert vorbei oder als würde er hier gerade proben. Also hier Credibil alleine auf der Bühne vor leeren Rängen. Hier ist der FSK 6 Hinweis nicht aufgeklebt, sondern aufgedruckt. Schade. Und dann haben wir hier auf der Seite noch ein Mickey Fontanier Streifen zu lesen. Auf der Rückseite auch wieder Credibil abgebildet. Und hier lesen wir Renaissance herrscht für immer, auf uns wartet Ewigkeit. Die DVD in schwarz und gelb gehalten, auch hier wieder das Credibil-Logo drauf. Sehr schön gemacht. Dann haben wir ein Poster. Und zwar das Poster im Querformat. Hier lesen wir auch wieder Renaissance. Das Schöne, das sterblich ist, vergeht, aber nicht das Kunstwerk. Und hier dann Credibil in nachdenklicher Pose hier an einer Sessel, an einer Stuhlreihe angelehnt. So sieht das aus. Und auch hier wieder Credibil und Traumfänger Logo. Rückseite blank weiß, also das Ganze einseitig bedruckt. Dann haben wir eine Halskette mit dabei, also so aus einzelnen Holzperlen gestaltet, aus schwarzen Holzperlen. Und dann haben wir hier einen Credibil-Anhänger in weiß und schwarz. Hier zwei Löcher mit so einem Plastik, mit so einem Kunststoff hier festgemacht. Und das Credibil-Logo ist hier eingeprägt. Also man kann das hier wirklich erfühlen, dass das hier geprägt ist. Schöne Sache. Rückseite blank schwarz. Und dann haben wir noch ein Shirt. Und zwar ist das Shirt in schwarz gehalten mit weißem Aufdruck. Credibil Renaissance lesen wir hier. 10, 15 und dann hier in der Mitte noch das Logo von Credibil. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zur Abwechslung nicht mit Gilden zu tun, sondern mit einem Souls Imperial in der Größe L.
Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck Credibil Renaissance und in der Mitte dann das Credibil Logo und 1015 hier. Das Ganze dann in Kombination mit dieser Halskette. Das Shirt gefällt mir echt gut, schwarz und weiß mit dem Credibil Logo, auch wenn hier nur der Interpret und das Album hier abgedruckt ist, inklusive des Logos, aber das Shirt kann man in meinen Augen gut tragen. Die Kette ist jetzt nicht ganz mein Fall, also ich bin generell jetzt nicht so der Halskettenträger, aber das Logo von Credibil, speziell hier auf der Brust, auf dem Shirt, finde ich echt gelungen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann die zugehörige Halskette, die Credibil Logo Halskette, ein Poster im Querformat einseitig bedruckt, die DVD in dieser wunderbaren Hülle. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl, einmal quadratisch, einmal kreisförmig und einmal im Hochformat, rechteckig. Die unterschriebene Autogrammkarte und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals, 16 Tracks plus 16 Instrumentals und diese kommen in einem Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box. Renaissance von Credibil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Credibil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.